Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Seko-Modellvorstellung. Wir haben heute was glaube ich ja theoretisch so als Modell letztes Jahr rauskommt, noch kleine Veränderungen, sage ich mal, die ich euch auch gleich erklären kann, werde, wie auch immer. Dann wird nächste Woche auch noch was kommen, was dieses Jahr mehr oder weniger so in der Form rausgekommen ist. Es ist nichts Weltbewegendes. Und dann kommen wahrscheinlich auch schon noch ein paar Neuheiten. Also seid gespannt. Und ich würde sagen, da geht's auch direkt los. Ja, ach so, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich Video Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und ja, auch gerne in die Kommentare irgendwas schreiben. Einfach so. Fragen. Whatever. Ach so, bin schon wieder ein Step zu weit. Ihr habt ja aber schon gesehen, was es ist. Mehr oder weniger. Es ist die 3537 eigentlich, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Der LKW mit Muldenkipper, den es ja damals auch schon gab, in Rot. Das war aber noch mit einem Mercedes Actros als Zugfahrzeug. Und ja, im Maßstab 1 zu 50. Und Preis, ich weiß nicht genau, müsste eigentlich normalerweise um die 30 oder knapp drüber liegen. Ist jetzt aber, ich habe nicht nochmal nachgeschaut. Ist halt bei dem sowieso anders, deswegen ist es nicht so relevant. Wie gesagt, sonst auch gerne das andere Video dazu schauen. Müsste eigentlich auch zu finden sein. Wenn ich dran denke, verlinke ich es natürlich auch. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal natürlich den LKW an. Muss ich erstmal abkoppeln. Und dann nehmen wir danach den Anhänger. LKW natürlich haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, in einfach den Mercedes Arox. Genau. Nummernschild haben wir unten links und rechts natürlich die Lichter. Dann das Mercedes-Logo Arox vorne nochmal stehen. Dann haben wir oben nochmal ein Mercedes-Logo. Der große Kühlergrill, der ist einfach auch sehr gut aussieht, muss man sagen. Obwohl ich glaube, vielleicht Actros noch ein bisschen cooler finde. Aber mittlerweile durch Sieg habe ich auch echt sehr gefallen an dem Arox gefunden. Genau, dann sehen wir natürlich drin zwei Sitze, Lenkrad, dort Mattonbrett, wie wir es kennen. Spiegel haben wir natürlich, Lichter, Warnblinklicht, ja, Warnlicht, Leuchten. Eigentlich ja eher, ja, ich weiß nicht, wie man jetzt das genau sagen soll, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und Zusatzscheinwerfer, die wäre ja schon. Ja, da werden ja alles kennen. Dann haben wir natürlich hier noch 2645 stehen. Da bin ich mir unsicher, wie das wieder war. Die 26 stand für was und ich glaube die 45 für die 450 PS oder so. Gefährliches Halbwissen. Kann sein, dass es anders war. Falls es jemand weiß, gerne korrigieren. Dann können wir natürlich auch das Führerhaus wieder. Eigentlich müsste es, ne? Hier ist es, glaube ich, nur gerade nicht übertreiben. Eigentlich müsste es nach vorne kippbar sein, wie bei den allen anderen Arox-Modellen. Vorne natürlich typische LKW-Felgen, genauso wie hinten, also an der zweiten Achse vom Zugfahrzeug. Gummiert natürlich auch, wie wir es kennen. Sonst haben wir auch nicht viel. Natürlich hier die Kupplung sozusagen, um Anhänger anzukoppeln. Dann haben wir hier hinten auch noch so eine kleine Anhängerkupplung für kleinere Sachen halt. Lichter sieht man jetzt hier nicht so wirklich. Aber die wären auch dort quasi, man sieht es ja so ein bisschen angedeutet, sind halt nicht farblich. Tank haben wir hier noch auf der rechten Seite. Und ja, das war's eigentlich mehr oder weniger erstmal zum Zugfahrzeug. Und jetzt wird es eigentlich spannend, weil das kennen wir ja schon so. Da hat sich nichts verändert zu dem Originalmodell, sage ich mal. Hier beim Aufbau seht ihr natürlich, das ist ein bisschen der Unterschied. Und ja, da greift ein Rädchen ins andere. Wie ihr seht hier, Abbildung und Sico SSC. Und die 3 von 2 oder 3,22, das ist quasi, also wann es rausgekommen ist, März, also Monat 3, März und Jahr 22. Genau. SSC seht ihr ja sozusagen, ist wieder ein Modell, was ich vom Sico Sammler Club habe. Und lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der Preis liegt halt da bei solchen Modellen. Die gibt es aber auch nur 40 Stück.
davon bei knapp über 70 Euro, glaube ich. Ja, sonst Fliege-Trailer, das war auch vorher schon drauf. Wenn ich jetzt fast nicht sage, schaut, wie gesagt, das alte Video, was jetzt eigentlich ultra lang her ist, aber wahrscheinlich auch schon mindestens ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Reicht wahrscheinlich gar nicht. Naja, egal. Ja. Dann, was haben wir sonst noch? Ja, hier vorne kann man natürlich wieder drauf gehen, sozusagen über diese Leiter. Dann haben wir hier die Kupplung, die quasi das Gegenstück dazu reinfährt, oder andersrum eigentlich, dass der LKW fährt ja in den Anhänger rein. Dann haben wir hier noch, um Anhänger abzustellen. Ich glaube, ist jetzt schlecht. Leider ist es wieder weggeklackt. Klappt. Genau. Hinten natürlich wieder drei gummierte Räder, Achsen. Also die Räder sind gummiert, die Achsen nicht, aber es sind drei Achsen. Ja, sonst hinten sehen wir natürlich auch wieder nichts von Rücklichtern. Was ein bisschen schade ist, können, also sind halt auf dem Kunststoff. Und sonst haben wir noch, ja, sonst eigentlich nichts Besonderes. Wir können natürlich hinten aufmachen. Kennen wir ja schon den Anhänger, den kennen wir ja auch schon quasi in- und auswendig. Den gibt es ja auch schon sehr lange oder länger, doch schon eigentlich lange. Also, ist nicht wie genau, aber. Also, ich würde schon sagen, dass den mindestens irgendwie so roundabout fast 10 Jahre geben muss eigentlich. Vielleicht auch nicht ganz so lange, aber vom Gefühl her schon ewig. Oder so in der Art, wie er halt bei dem Modell davor war. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann kann er natürlich auch hier oben fix stehen bleiben. Ich habe natürlich das jetzt wieder weggeklappt. Ist egal, ich halte es kurz. Und dann kann man das ja wieder hier so rein machen und dann können wir uns noch mal kurz in Kombination anschauen, würde ich sagen. So. Jetzt, genau, und dann sieht es halt. Es ist nichts Besonderes, aber so, also es ist halt das Bild quasi nur oder die Beschriftung auf dem Anhänger ist anders. Aber trotzdem cool, irgendwie halt natürlich. Vor allen Dingen sehe ich auch gerade sogar die Bilder auf der Verpackung. Ah ne, das ist das Bild, was. Oh, hier seht ihr es ja. Nochmal, vielleicht nehme ich ein anderes Bild auf der Rückseite oder so. Ah, da habe ich schon wieder fast alles eingerissen. Hier seht ihr ja, wie es eigentlich war. Da seht ihr, wie es ist. Also die Baufahrzeuge sind quasi weggefallen, wie man hier sieht. Und das Zahnrad ist sonst da und dann ist halt dafür ein neues oder neue Zahnräder gesetzt und ein bisschen Schriftzug. Ja. Ne? 476 PS sehe ich gerade, steht hier auf dem Karton drauf. Ja, dann, I don't know. Das sollte jetzt trotzdem gewesen sein. Das Video zieht sich ja schon wieder ein bisschen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr geil, wer sich das Video komplett angeschaut hat, weil eigentlich kennt man es schon, aber eigentlich kommt man da fast nicht ran. Oder nicht mehr, sage ich mal. Ja. Wie gesagt, Kanal auch abonnieren, um die nächsten Folgen nicht zu passen. In 2 Wochen voraussichtlich Neuheiten von Juli oder zweiten Halbjahr 2022. Dann bin ich raus und tschüss.